Herzlich willkommen, liebe FIFA 13 Ultimate. Nein, Quatsch, wieder mal Karrieremodus, Freunde. Vorher muss ich mich direkt nochmal entschuldigen. A, dass so lange kein Part mehr kam. Und B, das Spiel gegen Bremen wurde leider nicht aufgenommen. Ich habe 1:1 gespielt. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel, wo wir dann am Ende mit Lukaku noch den Ausgleichstreffer erzielt haben. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass, ja, es ist halt wieder dieses typische Bundesliga 4-2-3-1-Gespiele. Die stehen eng wie sonst was. Es war wirklich eine sehr, sehr schwere Geburt. Und Bremen hat wirklich sehr, sehr früh den Anfangstreffer erzielt. Wir haben dann ein bisschen gebraucht, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber letztendlich haben wir 1:1 gespielt. Das ist völlig in Ordnung. Und nun das nächste Spiel gegen Köln. Und hier erhoffe ich mir schon deutlich mehr. Ich spiele jetzt auch mit der jüngeren Aufstellung. Denn als nächstes, in nicht mal einer halben Woche, steht auch schon wieder das nächste Champions League-Spiel gegen Sevilla an. Und ich denke, da müssen alle fit sein. So, fangen wir doch jetzt direkt einfach mal an. Mal gucken. Ja, das sieht doch gut aus, würde ich mal sagen. Das kann man definitiv festhalten. Unsere Spieler wärmen sich auf. Nun setzt das Heberspiel ein, bevor das Spiel richtig losgeht. Aber dieses können wir nicht spielen, da das ist einfach zu schnell Loot. So, Leitner direkt schon mal am Ball. Oh, hat abgestoppt. Wollte einen Schlenker um den anderen Spieler machen, hat ihn dabei umgerannt. Schiedsrichter bleibt davon mehr oder weniger unbeeindruckt. Eichner auf Chong Thies. Keine Chance. Oh, Jesse Rodriguez. Oh nein, nein, das kann es doch nicht sein. Chong Thies wieder. Oder TC. Schieß mich tot, ich nenne ihn Chong Thies. Frag mich jetzt nicht, wie der Typ heißt. Ist mir auch wirklich relativ egal. Oder ich kann es, ich gucke es mal nach, falls Leute das unbedingt wollen. So, bei YouTube war es mehr oder weniger so, dass er Tesse genannt wurde. Also Chong, denke ich mal, ist noch... Oh, Lukaku! Nein! Das hätte es doch sein können! Chong, Tesse. So. So war es auf YouTube, so hat ihn ein Mitspieler genannt. Und mehr als das kann ich ja jetzt auch nicht machen. Also, ne, bitte habt dafür Verständnis, nicht, dass jemand sagt, dass er wieder anders heißt. Habe ich das jetzt auch nochmal kurz nachgeschaut. So, ne, um hier wieder jegliche Probleme vorzubeugen. Nun, Leitner, ganz runter auf Chessé, der läuft und läuft, ach, versucht der Ball auf Dulo Feu, aber leider nicht ganz erfolgreich, wieder runter auf Chessé, Lukaku, ah, schade, da pflanzt er sich total hin, weil seine Balance-Werte einfach super für den Arsch sind. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Schade, dass er gerade den ersten Ball nicht reingemacht hat. Das wäre eine sehr, sehr schöne frühe Führung gewesen, noch unter der 10. Minute. Wäre auch, denke ich mal, zur Motivation der Mannschaft sehr, sehr angebracht gewesen. Aber mal sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Wieder Lukaku stürzt wieder einmal. Also Köln steht jetzt seit dem Treffer etwas enger, etwas dichter, kompakter. Das war ein Wachmacher, ne, der... Fast frühe Gegentreffer hat da nochmal ordentlich an der Mannschaft gerüttelt. Trainer hat wahrscheinlich auch noch was vom Feld reingerufen, wie... Ja, was kann man da großartig rufen? Mensch, Jungs, passt auf. Ne? Irgendwie sowas. Und jetzt Lukaku. Den spielt da lang auf Leitner. Leitner, früher Ball auf Dulo Feu und Schuss. Oh! Nein! Schade! Schön gespielt. Super Vorlage von Lukaku auf Leitner mit einer sehr, sehr geilen frühen Flanke. Da hat Dulo Feu die Initiative ergriffen, hat gesagt, ich laufe jetzt in den Strafraum, was genau richtig war. Aber leider hinkte wieder der Abschluss, das zweite Mal in diesem Spiel. Sowas kann ganz, ganz fatal enden, wenn mehr oder weniger so gute Chancen nicht genutzt werden. Und Jesse hier jetzt auch nochmal mit dem angesetzten Schussversuch. Hier sehen wir es schon mal in der Wiederholung. Da hat nicht viel gefehlt. Eine Balllänge oder Ballbreite weiter nach links und der Ball wäre definitiv reingegangen. Aber naja... Wollen wir mal sehen, ne, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ich kann jetzt schon mal sagen, das ist ein riesiger Unterschied zwischen den Mannschaften von Werder Bremen und dem FC Kotnarscher, wollte ich schon sagen. Och, ich spiele im Moment zu viel Ultimate-Team-Modus. Und Werder Bremen liegt. So, nun sind hier unsere Gegner einmal im Angriff. Und viel herumgepasse, gedödel etc. Das ist mir nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Und was passiert jetzt? Adler, natürlich, hat den Ball hoch nach vorne geworfen auf Leitner. Leitner, oh, faul! Das muss doch eine gelbe Karte... Geht doch. Matuschik hat hier
seine erste gelbe Karte in diesem Spiel bekommen. Hoffentlich bleibt es dabei. Wir wollen ja nicht, dass er mit einer roten Karte vom Platz geht. Obwohl, wir würden dann in einer Überzahl spielen. Aber wünschen tue ich es trotzdem niemandem. Wieder Chessy. Mit einem angeschnittenen. Ja gut, ganz vergessen. Schade. Schöner Versuch. Mal ist der Ball so schon mal reingegangen. Aber vielleicht hätte ich auch den ersten Schuss von Lukaku nicht so ansetzen sollen, dass der vielleicht, ja, angeschnitten ist. Ich habe ihn ja angeschnitten. Das war wahrscheinlich nicht gerade die beste Variante, die ich spielen konnte. Oh, ganz, ganz böser Pass von Leitner auf Lukaku. Überhaupt nicht gut gespielt. Aber das kann passieren. Der Junge hat großes Potenzial. Der ist jung, der Talent. Und genau da müssen wir weiter, sage ich mal, ja, anpacken. Anpacken ist, denke ich mal, das richtige Wort, was man da benutzen kann. Ball. Nun, oh, Dulofeu, schade. Doch, nochmal Dulofeu. Wieder ein Ball. Ach, die hereingebrachte Flanke war gar nicht mal so schlecht, aber die Kölner Abwehr stand da. Mit das erste Mal in diesem Moment solide, abgesehen davon, dass sie zwei, dreimal Lukaku erfolgreich vom Ball getrennt haben. Wir nähern uns auch langsam der Halbzeitpause. Was können wir festhalten, abgesehen von einer Situation? Nun, Lukaku, Chessy auf Lukaku, Lukaku und zieh nach innen. Nein, nein, wie blöd war das von mir? Kessler hat den Ball, wird jetzt natürlich ein bisschen auf Zeit spielen, lässt die 5, 6 Sekunden ablaufen. Da kennt er nichts. Er weiß, seine Mannschaft hat bis dato keine Chance. Dortmund ist mittlerweile im, ja, ist der Anschlusstreffer gefallen von VfL Wolfsburg. Dort steht es 1:1. Und was ich ja jetzt erst erfahren habe, was ich vorher gar nicht wusste, oder nicht jetzt erst erfahren habe, aber vor kurzem, dass die Spiele ja gar nicht zeitgleich sind, sondern die Ergebnisse einfach so manchmal versetzt anfangen und die Ergebnisse dann halt so eingeblendet werden. Wusste ich selber nicht. Ich hätte echt gedacht, alle, die mit mir anfangen, spielen zeitgleich. Und deswegen kommt es dann halt auch manchmal so, dass ich ein Spiel anfange und direkt ein Führungstreffer fällt, wo ich mir denke, what? Wie kann das denn passieren? Aber auch so haben wir dieses Mysterium gelöst. Ich glaube, es wäre noch relativ praktisch, wenn ich mal bei Teamspeak rausgehe oder mich da mute. So, das klingt doch jetzt schon ein bisschen besser. Lukaku, nein, legte sie wieder ein Stückchen zu weit vor. Also man merkt, es war ihm fehlt. Der eiskalte Mann bei uns vom Tor. Wir müssen ihn irgendwie ersetzen. Ich glaube, 6 Wochen war der verletzt, oder? 1 Monat, 6 Wochen, irgendwie sowas. Also echt richtig, richtig böse. Ich gucke mir jetzt nochmal kurz die Spielerwertung an. Tauschen werde ich noch nicht. Na, wo ist es denn hier? Spielerwertung, genau. Kouyaté bislang Spieler des Tages und Kessler mit... Boah, habe ich zu schnell weggemacht. Ich habe eben gerade erst im Nachhinein die zweite 7 gesehen. Verdammt, auf jeden Fall... Momentan ein Innenverteidiger, unser bester Spieler. Lukaku wäre es mit Sicherheit auch gewesen, wenn er sein Ding gemacht hätte. Oh, großer Fehler. Chihi. Ein langer Ball auf Tesse. Und oh, nochmal gerettet. Wer war das denn auf der Linie? Er hängt immer noch im Netz. Ein starker Wachrüttler direkt am Anfang der zweiten Halbzeit. Immer noch Tesse. So, ich habe gerade was, eine Nachricht auf dem iPad bekommen, aber nicht so wichtig. Clemens. Clemens. Und oh, Adler, schön auf den Ball geschmissen, so muss das sein, sicher, sicher. Chessy mit einem Flick über sich selber, nun der lange Ball auf Leitner. Leitner hat Platz, Leitner hat Luft, Leitner muss laufen, Leitner mit der Flanke in Lauf und ja, Lukaku schon wieder ein enger Zweikampf in der Luft. Und ich glaube, das ist sogar eine Ecke, krass, da ist der Verteidiger noch rangekommen. Wieder Leitner, Kouyaté kommt nicht ganz ran, Jiracek. Chessy probiert den Ball nun aus der Ferne aufs Tor zu bringen, aber auch nicht wirklich erfolgreich. Jetzt nochmal Lukaku mit dem Schuss und ah, Gott. Kessel steht da wieder sehr, sehr gut im Tor. War zwar ein leicht lascher Schuss, aber er war trotzdem sehr, sehr gefährlich. Nun nochmal Rodriguez, wieder Lukaku. Ah, da hätte ich auch nach hinten spielen können. 16. Minute, also das zweite Drittel des Spiels ist bald vorbei. Wieder Chessy runter auf Leitner. Leitner nun auf Lukaku. Lukaku schießt, da ist er drin. Endlich. 58. Minute. Romelu Lukaku zum 1:0 Treffer. Und ich muss einmal ganz kurz auf den Desktop switchen. Einmal was nachsehen. Hier sehen wir es nochmal kurz in der Wiederholung. Ein angeschnittener Schuss. Diesmal ging der Ball rein. Sehr schön. Tut mir leid, dass ich auf den Desktop gegangen bin. Das war nicht meine Absicht. Und jetzt ist da meine Maus im Bild. Weg ist sie. Nürnberg gleich derweil auch in Hoffenheim aus. Beziehungsweise gegen Hoffenheim. Spielen tun sie ja in Nürnberg.
So, jetzt haben wir endlich unseren Führungstreffer erzielt. Das ist doch... Ah, Jesse, böser Pass, böser Pass. Das ist schön. Ne? Darauf kann man aufbauen. Jetzt kann man ein bisschen den Druck, sage ich mal, rausnehmen. Jetzt kann man sagen, hey, wir führen 1-0, wir stellen uns hinten rein, wir wollen sicher spielen. Nicht mehr 100% geben, sondern nur noch 80-70%. Denn das Champions-League-Spiel wird happig gegen Sevilla. Das wird eine harte Nuss. Jesse, ah, schade, kann sie nicht durchsetzen. Definitiv nochmal den Ball selber berührt. Die erste Auswechslung kommt. Chihi geht raus und Peschko. Peschko kommt rein. Schwierig, schwierig, schwierig. Aogo. Wieder auf Jesse. Schälbrett. Leitner. Lukaku. Lukaku mit so einem komischen Flick. Was macht er denn da? Das war doch gar nicht meine Absicht. Den darf er nicht lang spielen. Peschko. Frisch eingewechselt. Hoffenheim. Nun in Führung gegen Nürnberg. Um euch da auch nebenbei nochmal auf den Laufenden zu halten. Schön herausgespielt. Oder gerettet. Dann Dulofeu auf Leitner. Leitner läuft. Leitner läuft. Leitner läuft immer noch. Und er läuft. Nun nach hinten ziehen. Und Schuss, schieß, Junge, drin, 2-0, 71. Minute, Leitner, sehr schön, das ist ein Mann, da hat die Ausdauer fast einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber die Innenverteidiger konnten nicht mehr, da ist er an den vorbeigezogen, sehr, sehr schöne Nummer, 2-0, 71. Minute und als Dankeschön wird nun ausgewechselt, denn die Energie ist ziemlich im Keller. Bardet für Schäbrett, Beister für Dulofeu, Lukaku für Son, der immer noch angeschlagen ist. Dass er immer noch angeschlagen ist, ist mir mittlerweile nicht so ganz geheuer. Normalerweise geht dann ja mal nach 1-2 Wochen die Verletzung wirklich letztendlich komplett weg. Heißt, er ist sofort genesen. Aber das verstauchte Knie hält leider noch ein bisschen an. Dasselbe Problem haben wir auch bei Esswein. Ich kann auf Esswein nicht mehr viel länger verzichten. Spätestens wenn das Spiel gegen Manchester United stattfinden wird, werden uns entweder total die Hosen ausgezogen oder wir müssen Esswein haben. Wir brauchen ihn einfach. Denn wenn jetzt Manchester United nicht unbedingt in ihre Innenverteidigung weiter investiert hat, die letzten Jahre, dann, oh, enge Kiste, haben wir dort eine Chance mit Esswein durchzukommen. Und dann können wir auch endlich wieder auf eine Zweiersturmkette umsteigen. Beziehungsweise, was heißt, das ist ja keine Kette, das ist ja mehr oder weniger eine Verbindung. Denn so kann man sagen, Esswein oder nur ein Stürmer mit Lukaku, das ist immer so schwer. Das ist schwerfällig, da durchzuspielen. Sobald halt Mannschaften wie eben Köln und Werder Bremen, da war das noch extremer, eng stehen, wenig Spielraum lassen, gute Innenverteidiger haben, dann auch Naldo, dann kann man das schon, ja, kann man fast vergessen. Wobei Naldo, der spielt doch bei Wolfsburg, oder nicht? Nicht, dass ich jetzt wieder irgendeinen Stuss erzähle. Da bin ich jetzt echt am überlegen. Ja, Naldo spielt bei Wolfsburg, natürlich. Klar. Auf jeden Fall hatten die... Ah, nee, genau. Da dachte ich die ganze Zeit, das wäre Naldo. War aber auch ein leicht farbiger Innenverteidiger. Und der war auch Spieler des Tages. Der hat Lukaku halt komplett ausgeschaltet. War ungefähr genauso schnell wie Lukaku. Tick schneller, körperlich auch sehr weit oben. Und da hatte ich keine Chance. Mit einer Sturmspitze, da kommst du nicht durch. Bringt es auch nichts, dass du dann da Van der Vaart irgendwie im ZOM hast oder Leitner. Die probieren die Pässe zu bringen, weil ich mich halt nicht ganz durchsetzen kann. Und gerade gegen CPU auf Weltklasse, Bayern führt mittlerweile wieder 3-0 gegen Frankfurt, ist es einfach super schwer, taktisch sich da durchzuspielen, da die einfach so super eng stehen. Son, schade. Ogbonna, Kouyaté nochmal. Runter auf Jiracek. Jiracek, Beister. Beißt er auf, versucht der Ball auf Son, nicht ganz erfolgreich, nochmal auf Son. Nun wieder ganz runter auf Maximilian Beister. Der flankt, na, das war blöd von mir. Ich hätte Platz gehabt, ich hätte gehen können. Da hätte man vielleicht nochmal um die 90. oder um der 90. Minute herum das 3-0 schießen können. Bayern kriegt jetzt nochmal den Anschlusstreffer, kassiert von Frankfurt. Aber das kann denen, denke ich mal, mehr oder weniger egal sein. Son überhaupt nicht in der Form, wie man ihn kennt hier. Mit starken Problemen. Nochmal die Grätsche, die daneben geht. Und René Adler mit der Faust. Jetzt darf nicht der schnelle Nachschuss kommen. Schön. Leitner ist da nochmal zwischengegangen. 1-A, der hat das verhindert. Und da gehen wir mit einem 2-0-Sieg aus dem Kölner Stadion. Das kann man so stehen lassen. Da kann man drauf aufbauen. Hier sieht man nochmal die schöne Parade. Und Leitner als Spieler des Tages mit einer 9-5er-Wertung. Dann Matuschik auf der anderen Seite von Köln. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Hahn, jetzt kommen die Parts auch wieder regelmäßig.